Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Kingdom Come Deliverance. Und wir bewegen uns jetzt Richtung Kloster, denn wir haben ja das Schreiben, dass wir als Novize den beitreten können. Huch, das ist nicht mein Pferd. Mein Pferd. Ah, gute Peppels. Und das machen wir jetzt auch. Das heißt, wir treten jetzt dem Kloster bei. Ich muss mal gucken, wo wir hin sollen. Das B, da müssen wir hin, da oben ist, sehen wir auch schon das Kloster. Das machen wir jetzt. Also, wir haben das Schreiben, das heißt, damit kommen wir auf jeden Fall rein. Sollten wir zumindest. Und dann gucken wir mal. So, ich frage mich, warum die gute Warhorse-Firma hier nicht einfach mal den Schritt wagt und uns hier diesen Frame-Limiter ausschaltet, weil man könnte das Spiel echt mit 60 Frames spielen, das wäre so cool. Und diesen FPS-Boost, den es bei der Xbox gibt, der ist doch einfach ein Highlight. Warum macht man das nicht? Ich verstehe das nicht. Ich glaube, es ist nicht so viel Arbeit für die, das zu machen. Diese Limitierung rauszunehmen mit einem kleinen Update. Das wäre ein Highlight, weil das hier ist wirklich nicht so geil. So. Wir müssen zum Pförtner erstmal. Ja, sonst kommen wir nicht ins Kloster. Ja. Na komm, steig mal ab. Ist das der Pförtner, der Mann da? Könnte man fast meinen, ne? Ah, Bruder Pförtner. So, reden wir mit Bruder Pförtner. Pass auf, geh weg da. Ich bin der Novize Karl. Ich werde erwartet. Ich bin Karl. Ich soll Novize werden. Wir haben dich früher erwartet. Hätte dich dein Beschützer nicht begleiten sollen. In letzter Zeit ist es hier etwas hektisch. Leute tauchen aus heiterem Himmel auf. Was machen wir? Er hat sich letzte Nacht betrunken und konnte mich nicht begleiten. Wie verantwortungslos. Auf jeden Fall. Und du teilst seine Schuld, da du ihn verlassen hast. Obgleich Trunkenheit natürlich eine Sünde ist. Nun gut. Kannst du lesen und schreiben? Leider nicht. Ich wusste nicht. Bei den Schlüsseln, Petri. Was glaubst du, was wir hier tun? Würfeln? Wir lesen die Heilige Schrift und transkribieren Bücher. Und du kommst hierher, ohne des Lesens mächtig zu sein? Zulassungsschreiben hin oder her. Du wirst nicht durch diese Tür gehen, bis du es gelernt hast. Aber ich... Kein Aber. Im Benediktinerorden ist für Analphabeten kein Platz. Geh und lerne lesen. Gott über dich warten. Mann, jetzt habe ich das echt... Weißt du, das hätte ich ja schon viel früher lernen können. Oh, wusste das. Ich wollte das auch noch machen, aber... Ja, ärgerlich. Gut, dann müssen wir lesen lernen. Bescheuert. Guck mal, Pebbles. So, wir gucken mal. Lerne lesen, okay. Mal kurz auf die Karte gucken, wo man das noch kann. Ich weiß es nicht mehr genau. War denn das? Konnte man das nicht lehren da in diesem blöden... War das in Sassau? Ich weiß. Nee, das war nicht in Sassau. Na, Ratai war das, ne? Wo konnten wir nochmal lesen lernen? Das ist eine gute Frage. Ja, das bringt mir ja nichts. Warte mal, man kann das doch bestimmt irgendwo nachlesen. Pass mal auf. Ein paar gelehrte Leute fragen, wo ich es lernen kann. Nervt mich. Warte mal, wenn wir schon hier sind, sind bestimmt ein paar Gelehrte, die uns das sagen können. Pass mal auf. Hier war doch der Puncher drin, ne? Genau, der weiß es doch bestimmt. Ich möchte etwas von dir lernen. Ich möchte etwas von dir lernen. Was kannst du denn bereits? Ein wenig von allem. Ist das so? Verstehst du denn etwas von Kräutern und Heilpflanzen? Nein. Um ehrlich zu sein... Was soll ich dann mit dir... Nun,
Macht ja nichts. Vielleicht geh zum Kräutergarten, sieh dir an, was wo wächst und jäte dann das Unkraut in den... Ach, das machen wir jetzt nicht. Ich wühle nicht, wenn du lieber mit... Okay. Gott behüt dich. Das bringt uns jetzt gerade nichts. So, lass mal gucken. Gibt es hier noch irgendwie einen anderen, den wir mal fragen können hier? Flashback, ja, bringt uns nichts. Na okay, dann müssen wir mal kurz ins Dorf, aber wir können eine Schnellreise machen. Das machen wir jetzt einfach mal, eine Schnellreise. Und zwar nach Ratai. War das nicht hier, wo der Marktplatz war? Mal kurz gucken. Ja genau, hier können wir auf jeden Fall lesen lernen. Das heißt, wir werden einfach mal hier hinreisen. So, gucken wir uns das mal an, was da passiert. Das ist ein bisschen nervig mit dem Wandern da, aber anders geht's halt gerade nicht. Müssen wir mal machen. Sind wir jetzt nicht entkommen? Mal kurz mal kämpfen gegen ihn. Ach, bin Schaber! Ah, Mist, ey. Ich hasse die Kämpfe, ne? Ja, ich hab der Vorschau. Ach da. Blöder Kumane! So, plündern wir mal kurz. Was war denn so da? Und Dietrich nehmen wir auf jeden Fall mit. Groschen nehmen wir mit. Alles. Nehmen wir auch mit. Ein bisschen Speck. So. Das war's. Dann müssen wir das muss ich natürlich wieder weiterreisen. So, warte mal. Kann ich die nicht direkt fortsetzen? Das kann ich anscheinend nicht. Das ist ja blöd. So, wieder dahin. Und. Ja. Ärgerlich. Ledetschko. Da war gar nicht so ein Problem, der Kumane. Ich dachte, wir wären ein bisschen härter, aber ist ja gut, dass wir nicht so viel da machen mussten. Schon wieder die Nacht. Na gut, dann können wir theoretisch uns auch hinlegen zum Schlafen gleich, wenn wir ankommen. Das ist, glaube ich, am coolsten. Dann sind wir ausgeruht und können am nächsten Tag ein bisschen Speck essen. So. Ohne Fackel. Moin. Sieht so aus. Kann ich mich hier hinlegen? Stimmt, ne? Schlafen und speichern. Das machen wir jetzt mal. Oh. So. Ist nicht das Bequemste. Aber immerhin hat man seine Ruhe vielleicht. Oh, schlafen wir ruhig 9 Stunden. So, dann schlafen wir noch. Wenn wir nicht geweckt werden in der Nacht, das kann natürlich auch oft das passieren. Nämlich ein Hyopais, aber ich glaube nicht. Yes, das geht aber flott hier. Weiß nicht, was das soll mit der letzten Stunde. Das ist da, wo er dann nochmal nachlädt oder so. Verstehe ich nicht, warum die immer so langsam sein muss. Die könnte doch auch ein bisschen cooler sein eigentlich, oder? Finde ich zumindest. So, raus geht's. Und da wir bestimmt Hunger haben, schnappen wir uns noch was Leckeres aus dem Topf.
So, satt sind wir auch. Vielen Dank, guter Mann. Jetzt müssen wir kurz mal nochmal das hier ändern. Das soll drin bleiben und das Schild so. Wir müssen auch gleich mal reparieren, unser Schild. Beziehungsweise zur Reparation. Bringen. So. So, warte mal. Verkehrt. Ich muss mal kurz gucken, wo der Gelehrte war. Einer von den Gelehrten. Wir kommen jetzt da rein, dann gehen wir zum Markt. Ja, wir gehen erstmal zum Marktplatz. Macht, glaube ich, am meisten Sinn. So, er kann auf jeden Fall unsere Sachen reparieren hier. Geld genug haben wir ja, wenn die schon aufhaben. Yes, ja. Hallo, Schwertschmied. Reparation. Ich weiß nicht, wie viel Geld habe ich denn? Also wir haben 744. Wir müssen auf jeden Fall, das muss repariert werden. Das. Okay, warte mal. Also er kann auf jeden Fall das hier reparieren für uns. Das kann er ja mal machen. Falschen tue ich jetzt nicht. Schließe meine Handel ab. Gut. Und den Rest macht dann der Rüstungsschmied. Ist hier, ja, ne? Ah, wollen wir nicht knacken hier. So. Ich meine, hier oben war doch so ein Gelehrter, von dem man was lernen konnte. Okay, gehen wir noch nicht auf. Gucken wir nochmal ab, wer da oben. Hier mussten wir ja schon mal hin und ich meine, der konnte uns auch das Lesen beibringen. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber wir gucken mal. Da hinten sitzt er doch. Eventuell kann er uns sagen, auf jeden Fall, wo wir es lernen könnten. Gott sei mit dir, edler Ritter. Was kann ich für dich tun? Ah. Du siehst aus, als wird viel zu tun. Was ist denn los? Mann. Mir wurde aufgetragen, den Leuten aus... Okay, das überspringen wir kurz mal. Was hatten wir schon mal gefragt? Dir gegenüber. Ich habe gerade keine Zeit. Okay, wir müssen einen anderen Gelehrten finden. Das ist anscheinend kein richtiger Gelehrter. Ist ja auch die Frage, was genau mit Gelehrter gemeint ist. Kann ja auch sein, dass es von einem anderen brauche. Aufschließen? Okay. Gehen wir jetzt aber nicht rein. So, wir müssen auf jeden Fall nochmal zu diesem Schmied rein hier. Hier ist ein Pole da drin. Eine Kumane. Oh, ich bin im Privatbereich. Bin ich nicht so gut. Mist! Ist ja auch die Frage. Warte mal, hier ist ein Chemiker. Vielleicht können wir den nochmal fragen. Sind ja eigentlich auch Gelehrte so ein bisschen, ne? Apotheker. Bin ich so zu früh dran? Was ist denn das jetzt? Hoch. Jetzt springen wir in die Zeit hier. Machen wir noch kurz. Wir springen mal eine Stunde. Ich mache die alles um 9 oder 10 auf. Das ist Langschläfer. Kann natürlich sein. Weiß man ja nicht. Wir warten mal. Eingeschlafen. Ja, komm schon. Nicht die ganze Nachtzeit. So. Apotheker, den können wir vielleicht fragen. Vielleicht weiß er was. Gott sei mit dir. Mann, wo war das nochmal, wo man ganz zu Beginn des Spiels konnte man mit irgendjemandem reden und er hat gesagt, ja, lern doch mal lesen oder so. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Echt nicht. Knoblauch, Karotten, rote Beete. Gelobt sei Jesus. Ah, reparier mal was hier. Alles Gute. Okay, das können wir alles bezahlen. Und dann ist es heile.
Wir falschen mal ein bisschen. Okay. Lass uns über den Preis sprechen. Gern. So, was will er haben eigentlich? Er sagt 650. Und ich sag 620. Zufrieden? Komm schon, ein bisschen mehr und wir sind im Geschäft. Oh Gott, wie redet er denn? Da, 30. Ja, das sollte passen. Gut. Gut. Ein bisschen Geld gespart. Vielleicht müssen wir doch nochmal hoch zu dem... Äpfel, Gurken, Zwiebeln. Oh, komm, ploppt es auf. Wir sehen, da ploppt Pebbles auf. Eier, Salz, Hefe. So, gehen wir in den höheren Bereich rein. Weil da können wir, glaube ich, eher... Das ist der... Der Schreiber. Schneider. Rüstschmied. Questgeber. Bei dem Schreiber waren wir ja drin. Der wollte uns ja nichts... Wen gibt's denn noch hier so? Was eventuell helfen kann. DLC-Quest. Das ist ja ärgerlich jetzt. Da ist mein Bett. Mal kurz rausgehen hier. Gibt es denn irgendwie jemand anders, wo wir hin können, der uns das beibringen kann? Oder beziehungsweise was darüber sagen kann zumindest? Neuhof brauchen wir nicht gucken. Was wir natürlich machen können, wir können natürlich einmal kurz hier runtergehen und einmal mit dem Bergbaukonstrukteur reden, wenn wir schon mal da sind. Das können wir natürlich tun, das machen wir jetzt einfach mal. Ja. Ja. So, dann können wir gleich mal mit dem Herrn hier sprechen. Dann können wir auch da ein bisschen Herr Kobila Ratzig. So. Da kann er uns ja was sagen. Aber gelehrt ist, weiß ich allerdings nicht. Herr, darf ich... Gewiss, Heinrich. Nun ja, ich dachte, die Straßen wären sicherer, seit die Banditen aus Pribislavitz fort sind. So. Du willst deinen Lehnsherrn tadeln? Welchen weisen Rat würdest du ihm darob geben? Oh nein, nichts lege mir ferner als das. Ich habe mich nur gewundert. Sei unbesorgt. Ich wollte dich nur narren. Du hast recht, die Straßen sind nicht sicher. Aus einem bestimmten Grund. Meine Garnison ist ein Scherbenhaufen. Ich verlor in Skalitz die meisten meiner Männer. Und nach Pribislavitz sind es nun kaum genug, um Pirkstein zu bewachen. Geschweige denn, die Straßen zu schützen und in der Provinz zu patrouillieren. Die Männer reichen einfach nicht. Aha, ich verstehe. Besser gesagt, sie reichten nicht. Wie es der Zufall will, kommst du wie gerufen. Unlängst bat ich einen alten Freund um Hilfe. Herrn Kuno von Reichwaldau und seine Söldner. Das sind zähe Burschen. Die meisten von ihnen saßen im Kerker. Sie sind nicht minder kampferprobt als Waffenknechte. Verzeih mir meine Offenheit, aber fähige Söldner gibt es doch zuhauf. Gewiss findest du irgendwo redlichere Kämpfer. Wohl wahr, Junge, aber ich würde gern sagen können, dass ich mich an Kuno wandte, weil ich ihm vertraue. Aber der Grund ist pragmatischer. Er schuldet mir einen Gefallen und will daher kein Geld verlangen. Soll ich mich ihm anschließen? Ja, es geht um zweierlei. Kuno braucht einen Ortskundigen. Und ich brauche jemanden, der ihn und seine Männer im Auge behält. Auf dich ist Verlass. Und du bist dem gewachsen. Mach dich auf zu seinem Lager und stell dich vor. Ihr werdet auf Patrouille gehen und du wirst dafür sorgen, dass sie sich benehmen. Wie du befiehlst. Gut, ich reite zu seinem Lager. Ausgezeichnet. Es befindet sich zwischen Ratai und Ledetschko. Ein guter Standort zum Schutze der Provinz. Viel Glück, Heinrich. Und pass gut auf dich auf. Werde ich, Herr. Hab Dank. Alles Gute. Gut. Das ist natürlich schön. Trotzdem...
Ja, ich weiß, das können wir machen, aber das machen wir jetzt nicht. Ich muss irgendwie lesen lernen. Warte, habe ich nicht eine Nebenquest, wo ich lesen lernen kann? Da. Ich kann nur 3 Nebenquests. Okay, dann muss ich... Machen wir die jetzt mal weg. Und dann machen wir... Geht zum U-Schützer. Ah, der war das. Okay. So, wir gucken auf die Karte. Da ist U-Schütze und da ist der Schreiber. So, da werden wir jetzt mal hineiern. Und versuchen dort schreiben und lesen zu lernen. Das wäre doch ganz gut. Also, zumindest hoffe ich, dass wir das lernen können. Ach, dieses blöde Wandern könnte ein bisschen schneller gehen, finde ich. Das ist wirklich cooler. Und das hier dauert mir echt immer zu lange, finde ich. Oh, es geht los. Na? Ist schon wieder Nacht. Bewaffneter Mann. Oder wie siehst du einen bewaffneten Mann? Der Eindruck auf etwas oder jemanden wartet. Ein Bandit würde eigentlich nicht anders auf der Straße rumstehen. Vielleicht ist es eine Falle. Mal ignorieren. Danke. Jo. Na komm, noch ein kleines Stückchen. Oh, endlich. Es ist auch noch später Nachmittag. Das geht doch. Naja, ich weiß, dass ich begonnen habe, aber ich mache jetzt was anderes. Lange her, dass wir in U-Schütze waren. So. Da wollen wir hin. Und setzen wir den Marker. Brauchen wir eigentlich nicht. Wir sehen ja, wo das ist. Da ist er, der Schreiber. Fragen wir ihn mal, ob er uns was... Mich erschreckt. Mit ihrer Axt. Da. Der Schreiber. Es ehrt mich, dass ein Ritter wie du sich für mich interessiert. Das kann ich verstehen. Ich möchte gerne lesen lernen. Ich möchte gerne lesen lernen. Du? Du siehst nicht gerade nach einem Geistlichen aus. Nun, warum nicht? Du lernst es schon. Bedenke, dass das nicht leicht wird. Es braucht Zeit und kostet dich einige Groschen. Wir können beginnen. Nun gut. Ich will keine Zeit verschwenden. Wir können beginnen. Je eher ich es meistere, desto besser. Also gut. Dafür musst du mich allerdings mit ein paar Groschen bezahlen. Und plane mehrere Tage dafür ein, damit das auch etwas wird, wo du es doch eilig hast. Hier sind deine Groschen. Gott sei Dank haben wir es noch. Wir gleich beginnen. Nein. Er brach zwar seinen Schwur, aber besser das, als sich hier nicht selbst treu zu sein. Möge er seinem Herzen folgen. Aufwachen, Junge. Wir sollten weitermachen. Also, dann lies mal ein Stück. Okay. Lies das Buch. Hier liegt ein Buch auf dem Tisch. Versuch etwas darin zu lesen. Ob ich das kann? Bestimmt. Es ist ein einfacher Text. Komm zu mir, wenn du es durchgearbeitet hast. Okay. Lesen wir uns das mal durch. Eines Tages ging ein Bauer zum Nest seiner Gans. Ach du Scheiße. Und fand dort ein Ei, das gelb schimmerte. Als er es nahm, war es schwer wie Blei. Und er wollte es schon fortwerfen, weil er dachte, jemand hätte ihm einen Streich gespielt. Nach weiterem Nachdenken nahm er es jedoch mit ins Haus und fand kurz darauf heraus, dass das Ei aus purem Gold war.
Jeden Morgen fand der Bauer ein weiteres goldenes Ei im Nest und schon bald war er reich. Doch je mehr Geld er besaß, desto gieriger wurde er. So beschied er, so, beschied, ja, glaube ich, beschied er eines Tages, sich alles Gold, das die Gans in sich hatte, auf einmal zu entnehmen. Er tötete das Tier, doch er fand nichts. War das alles? Okay. Ich habe das Buch gelesen. Wunderbar. Sag mir, was darin steht. Dass Gier einem nichts bringt. Dass Gier einem nichts einbringt. Großartig. Du bist einer meiner besten Schüler. Oh, danke. Du hast die Bedeutung hinter den Buchstaben erkannt. Wie ich schon sagte, Bücher sind wertvoll. Und dasselbe sollte für die Worte darin gelten. Heißt das, ich kann jetzt lesen? Ja, du kennst die Grundlagen. Denke daran, Junge. Die Feder ist mächtiger als das Schwert. Um wahre Redekunst zu erlernen, solltest du noch viel mehr lesen. Kommen wir zur zweiten, schwierigeren Lektion. Viele Bücher sind auf Latein verfasst, der Sprache der Gelehrten und Geistlichen. Wenn du lesen lernen willst, führt kein Weg um diese Sprache herum. Auf dem Tisch liegt ein Buch. Lies es und komm dann zu mir. Du musst es nicht verstehen, aber die Buchstaben erkennen können. Ich habe gerade erst die Fabel von der Gans gelesen. Und nun soll ich Latein lernen? Du bist ein kluger Junge. Du schaffst das schon. Heieiei. Nun gut. Das gleiche Buch oder ein anderes Buch? Ne, also das falsche Buch. Okay. Meinte das Buch hier? Ne. Er meinte das hier hinten wahrscheinlich, ne? Hoch. Das meinte er. Okay. Oh Gott. Nullus est Ibri. Alter, ich habe kein Latein gehabt, glaube ich. Nee, weiß ich. Also, ut non aquila aparte prosi libri muti amrisi snut poetumus orato est qui posci veribis plurum edictit. Alter, ich habe keine Ahnung, was da genau steht, muss ich zugeben. Müssen wir mal gucken. Aber ich lese mal durch. Mal null. Ja, wir probieren es einfach mal. Von den Buchstaben her sieht es ja ähnlich aus. Mal sehen, was da passiert. Wo ist er denn jetzt? Oh, von König oben in die Decke. Da ist er. Was? Bleib stehen. Ich will wieder. Will er hin? Ist er dumm? So ein Querkopf. Wo ist er hingegangen jetzt? Ist der jetzt abgehauen? Nein. Da ist er. Was hast du denn gemacht? Warum haust du denn ab von mir? So, wir haben diesen coolen Text gelesen von dir. Also gut, Junge. Was steht dort? Ja, das ist eine gute Frage. Null, es war genau Nullus, war das, glaube ich. Est. Liebe. Oh, war das Tamalus? Konnte ich mich erinnern? Und dann Ut non aliqua? Oh, stand das da? Pate? Prosit? Ich glaube, das war das hier. Nullus est liber Tamalus Ut non aliqua parte prosit. Herr im Himmel! Und du hast vorher noch nie Unterricht gehabt? Unglaublich! Nun, es gibt nichts mehr, was ich dir beibringen kann. Du könntest dich umgehend weihen lassen, wenn du wolltest. Danke, Domine. Ich fühle mich schon weiser. Ha, ich kann lesen. Sehr gut. Wenn wir lesen können, dann können wir auch, ist alles von Vorteil, dann können wir natürlich jetzt auch endlich unsere Quest weitermachen. Ich bin zurück. Ins Kloster. Quatsch, schon unten runter. Wäre ich schon fast falsch irgendwo hingereist. Wäre natürlich dumm gewesen. So, aber da können wir auch direkt vor die Pforten reisen. Das machen wir. Los. Ach, hoffentlich werden wir nicht überfallen unterwegs. Das wäre wieder ein bisschen
nicht so cool. Aber ich glaube, das kriegen wir hin. Ja, wir kommen mitten in der Nacht an, wie ich sehe. Und werden wahrscheinlich auch hungrig sein. So ein bisschen Nahrung brauchen wir dann auch. Durchs Dorf geht es ein bisschen langsamer wahrscheinlich. Oh ne, recht flott diesmal. Mein Gott, was wir alles schon erlebt haben, seitdem unser Vater umgebracht wurde, oder? Merhoyet. Ja. Aber wäre das nicht ein Highlight nochmal schön, so ein Series X-Update für das Spiel? Ich meine, jetzt habe ich es schon bestimmt bald durch. Dann lohnt es nicht mehr für mich. Ob ich es dann nochmal spielen würde, mit der besseren Grafikpracht, bezweifle ich so ein bisschen. Obwohl, man könnte natürlich nochmal reingucken und dann die ganzen Nebenquests und die DLCs machen, ne? Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Aber das muss man sehen, wenn es soweit ist. Ja, erstmal abwarten. Da kommen wir. Natürlich dumm, dass wir mit der Nacht dann kommen. Wie immer. Aber wir haben halt Glück. Und der pennt noch nicht, der Pförtner. Dann können wir noch schnell zu ihm rein und mit ihm reden und sagen, dass wir lesen können. Okay, er pennt. Hm. Den können wir nicht. Dann müssen wir ein bisschen warten. Okay, also richtig schlafen können wir hier wahrscheinlich auch nicht. Ach, das ist ja jetzt ja wieder blöd, ne? Na gut, dann schlagen wir kurz die Zeit tot. Also es ist schon ein bisschen blöd mit der ganzen Warterei hier. 13 Stunden. Das war mal eine angenehme Nachtruhe, Stehruhe. Man sieht, geht unsere Energie auf jeden Fall drastisch runter, weil wir auch nicht schlafen können. Das macht aber nichts. Ich behaupte mal, dass wenn wir die Quest annehmen, dass wir auf jeden Fall irgendwo noch einen Schlafplatz bekommen. Hoffe ich zumindest. Oh, meine Energie geht echt runter. Das heißt, wir haben jetzt gleich nicht so viel Energie. Schauen wir mal. Ach, irgendwie kriegen wir das schon hin. Behaupte ich mal. So, like, abonniert und haut auf die Glocke, damit ihr kein Video von mir verpasst. Besser jetzt noch nicht. So easy. Einfach draufdrücken. So. Da hinten ist er. Schnack mal da hin. Oh, guck mal, wie wenig Energie wir noch haben. Na gut, das kriegen wir noch hin. Hallo. Ich muss etwas essen. Meine Eingeweide ziehen sich schon zusammen. Hier war noch irgendwas zu essen, ne? Da. Wir essen das schnell nochmal. Zumindest haben wir das schon mal gekriegt. Und jetzt müssen wir nochmal zu ihm hin. Und mit ihm reden. So, Herr Pförtner. Ich habe Lesen geübt und bin nun bereit fürs Kloster. Tatsächlich. Das wird sich bald zeigen. Natürlich. Sonst wäre ich nicht hier. Nun denn. Bist du bereit, dich dem Benediktinerorden anzuschließen und den Versuchungen dieser Welt für immer zu entsagen? Ja. Ja. Dann musst du dich sämtlicher weltlicher Besitztümer entledigen. Verkauf sie, gib sie den Bedürftigen oder spende sie dem Kloster. Es ist dir nicht erlaubt, diesen Ort unter der Bürde weltlicher Güter zu betreten. Im Torhaus befindet sich eine Truhe mit einer Mönchsrobe. Entledige dich deiner Habe und wirf die Kutte über. Dann kannst du ruhen, während ich den Prior aufsuche, um deine Aufnahme abzuwickeln. Gott behüte dich. Sehr gut. Gut. Eigenartig, so ganz ohne Habe zu sein. Ich wusste nicht, wie sehr ich mich daran gewöhnt hatte. Okay. Jetzt bin ich ein Mönch. Es ist alles vorbereitet. Die Zeit ist gekommen, um deinen Schwur abzulegen. Muss ich das hier wirklich anziehen? Du solltest dich lieber daran gewöhnen, denn diese Kutte trägst du den Rest deines Lebens. Oh oh. Oh, was für eine wunderschöne Kirche.
Unser Saufpfarrer da, oder? Ich hoffe nicht. Nee. Der Saufpfarrer aus einem anderen Dorf. Meine Brüder, wir haben uns heute hier versammelt, um einen neuen Novizen in unserer Mitte aufzunehmen. Liebster Bruder, vergiss dein bisheriges Leben und tritt ein in die Gemeinschaft der Ordensbrüder des heiligen Benedikt. Opus Dei, obedientia, opprobria. Der Dienst an Gott, Gehorsamkeit und die Duldung jedweder Unannehmlichkeit. Sie bilden das Fundament und die Grundpfeiler unseres Ordens, welche vom heutigen Tage an auch die deinen sein sollen. Suscipe me, Domine, secundum eloquium tuum et vivam. Et non confundas me ab expectatione mea. Sing. Suscipe me, Domine, secundum. Eloquium tuum vivam. Wo sollen wir das denn wissen? Et non confundas me ab expectatione mea. Nimm deinen neuen Namen an, Bruder Gregor. Und trage ihn mit Würde. Willkommen, Bruder. Willkommen. 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 Na, sind wir so schnell wie mein Mönch. Aber erledigt. Spiel gespeichert, Gott sei Dank. Willkommen, Bruder. Ich bin Antonius, ein Novize wie du. Ich wurde angewiesen, dich herumzuführen und dir zu sagen, was dich erwartet und welche Aufgaben von dir verlangt werden. Danke, dass du mir bei der Zeremonie geholfen hast. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Du kannst kein Latein, oder? Keine Sorge, bei der Arbeit im Skriptorium lernst du es schnell genug. Weshalb bist du hier? War es deine Entscheidung oder wurdest du gezwungen? Was sagen wir zu ihm? Ich wollte mir das Kloster ist der einfachste Weg, sich zu bilden. Es ist eine Strafe. Ich wurde bestraft. Wenn es nach mir ginge, würde ich meine Tage oder besser Nächte im Wirtshaus mit Huren verbringen. Ich beneide dich nicht. Unglücklicherweise sitzt du nun dein Leben lang hier fest. Würdest du mir etwas über dich erzählen? Ich bin Novize und hier, weil ich ein schlechter Händler wäre. Ich mag Bücher und möchte mich bilden, obwohl ich sagen muss, dass das Klosterleben bisher, sagen wir, ungewöhnlich war. Okay, dann lass uns losgehen. Dann los. Gut, aber bevor wir gehen, hier ist ein Brief des Priors, in dem deine täglichen Pflichten aufgelistet sind, die du von morgen an zu erledigen hast. Lies ihn spätestens am Abend, damit du weißt, wie die Dinge laufen. Wir können jetzt los. Bleib dicht bei mir, ich werde dir alles erklären. Na gut. Merk dir ein Wort, Disziplin. Es ist deine Aufgabe, zu arbeiten und zu beten. Du dienst jetzt dem Herrn, nicht dir selbst. Na gut, gehen wir hinterher. Was treiben Sie bloß in der Küche? Ich wette, Sie behalten die köstlichsten Speisen für sich und geben uns den Fraß, der übrig bleibt. Mit dem Essen geht es bergab. Ich erinnere.
ich noch, als wir die Könige schlossen. Dieser Weg führt ins Dormitorium, wo wir alle schlafen. Du findest dort ein freies Bett, das von nun an dir gehört. Weißt du, was mich das Kloster als erstes lehrte? Nee. Schlaf wertzuschätzen. Wir stehen jeden Tag vor Sonnenaufgang auf. Sich daran zu gewöhnen, dauert etwas. Das ist der Garten. Er dient dem stillen Nachsinnen und der Meditation. Vor ein paar Jahrhunderten gründete der heilige Prokop, einer der geachtetsten Brüder, dieses Kloster. Seine irdischen Überreste befinden sich in einer Höhle unterhalb des Klosters und sein Geist wandelt des Nachts durch die Korridore und bestraft unartige Novizen. Sieh dich vor. Die Werkstatt der Brüder und das Skriptorium. Hier und in der Bibliothek arbeiten wir. Ora et labora. Bete und arbeite. Als Novize musst du den Brüdern über dir stets gehorchen. Über den Mönchen stehen der Prior und die Cirkatoren, die jeden Verstoß ahnden. Du erkennst sie an ihren Gehstöcken. Tu, was sie dir sagen. Okay. Hier wird gegessen. Das ist das Refektorium. Hier speisen wir. Während der Mahlzeiten muss Ruhe herrschen. Nur ein Bruder liest laut aus der Regula Benedicti vor. Die Regula ist das einzige Gesetz, das wir anerkennen. Mit Ausnahme des Gesetzes Gottes. Verstößt du gegen die Vorschriften? Zählt. Oh. Mal nicht mitbekommen, jetzt egal. Wir verstoßen schon nicht. Die Bibliothek. Der Stolz unseres Klosters und eine Fundgrube des Wissens. Wir lesen hier nicht nur Bücher, sondern schreiben sie auch ab. Du wirst das auch lernen. Das war's. Heute hast du noch frei, aber ab morgen wirst du wie die anderen arbeiten. Wenn du etwas benötigst, frag einen der Brüder. Wir helfen dir gerne. Ach, und du solltest auch die anderen Novizen kennenlernen. Abgesehen von mir wären da noch Konstantin, Joachim und Lukas. Danke für die Führung. Hier gibt es viel zu lernen. Ihm sagen, dass du noch Pius suchst. Erzähl mir von dir. Ich suche nach Dietrich. Ich hätte ein paar Fragen. Ich wüsste gerne etwas über das Kloster. Wer hat hier das Sagen? Wer hat hier im Kloster das Sagen? In Wahrheit alle außer uns. Aber offiziell Abt Peter. Und schon bald ein anderer. Als ob es eine Rolle spielte. Arbeit und Gebet bleiben unberührt. Verstehe. Gibt es Zwistigkeiten unter den Brüdern? Seit die Wahl des neuen Abtes Thema wurde, ist es hier wie in einem Hornissennest. Seltsam, dass du das nicht bemerkt hast. Erzähl mir etwas über die Wahl des Abtes. Abt Peter ist alt. Wenn er stirbt, müssen sie einen neuen Abt unter den Brüdern wählen. Die Kandidaten sind Johann und Nevlas. Und meiner Ansicht nach ist Nevlas der richtige Mann. Doch leider haben wir Novizen hier nichts zu melden. Erzähl mir etwas über das Leben hier. Arbeiten, beten, als ob du das nicht wüsstest. Wir dienen Gott und unsere ganze Welt dreht sich darum. Mann, wer ist denn hier verantwortlich? Welche Rollen haben die einzelnen Mönche hier? Jemand kümmert sich um die Bibliothek, jemand um den Garten. Der Abt überwacht alle und in seiner Abwesenheit der Prior. Aber die Zirkatoren sollten dich mehr interessieren. Sie sorgen dafür, dass wir uns an die Regula halten. Sie können sehr streng sein. Wenn du Strafen vermeiden möchtest, verhalte dich stets korrekt und verrichte deine Arbeit. Würdest du mir etwas über dich erzählen? Da gibt es nicht viel zu sagen. Ich komme aus Vlashim und nach dem Tod meines Vaters wurde mir klar, dass ich als Händler nichts tauge. Also überließ ich den Laden meinem Bruder und wurde Mönch. Es ist friedlich. Es gibt Essen und man hat viel Zeit zum Lesen. Du bist also freiwillig hier? Es mag seltsam klingen, aber ich bin einer der wenigen Novizen, wenn nicht der einzige. Um ehrlich zu sein, erschien mir das Klosterleben einladender, als in einem verstaubten Laden zu vergammeln. Soll ich ihm sagen, dass er Pius suchen? Nee. Wir lassen das Gespräch einmal beenden. Das reicht für heute. So, wir werden die anderen Novizen nochmal suchen. Können wir die noch finden hier irgendwo? Die verbotenen Mönche müssen schon in diesem Schrank sein.
Sagt er? Mönche reden? Was bedrückt dich? Was bedrückt dich? Ich bin Novize Gregor. Ich weiß, und ich habe keine Zeit für Geplauder. Ich transkribiere seit Jahren Tag ein, Tag aus Bücher. Und ich werde es tun, bis ich sterbe. Was? Du tust nichts anderes? Es ist meine Buße und mein Segen. Und nun, Bruder, lass mich bitte weiterarbeiten, damit die Seite fertig wird. Oh, das ist natürlich blöd. Aber naja, was soll man machen? Gehen erstmal weiter und gucken mal, was wir noch machen können. So. Also, was zeigt denn unsere Karte dann? B. Leg dich schlafen. Ja, das machen wir jetzt auch. So, müssen wir mal zur Schlafstätte kommen. Na, ich habe natürlich wieder nicht gut aufgepasst. Hier war das, ne? Was, oben oder unten? Nee, doch nicht hier in so einem Verlies, oder? Okay. Hier auf jeden Fall nicht. Das ist oben. Dann ist das oben. Ich bin müde, hier weg. Oh, hier. Novize Joachim. Kann ich gerade nicht mitreden. Doch, wir reden mal kurz mit ihm. Grüß dich, Bruder. Ich bin Gregor, der Neue hier. Sei gegrüßt, Bruder. Ich bin Joachim, der Älteste der Novizen. Ich hoffe, es gefällt dir hier im Kloster und du bekommst hier keinen Ärger. Ärger? Du bist jung, womöglich unmäßig. Könntest schnell vom rechten Weg abkommen. Ich rate dir, die älteren Mönche kennenzulernen. Man kann nie wissen, wann einem das zustatten kommt. Was hältst du von den anderen Novizen? Erzähl mir von den anderen Novizen. Und Antonius zum Beispiel? Okay. Weißt du etwas über Antonius? Nur, dass er freiwillig ins Kloster eintrat, weil er nicht im Laden seines Vaters arbeiten wollte. Antonius ist in Ordnung. Man kann sich auf ihn verlassen. Er ist kein Verräter. Er hilft, wo er kann. Das kann man von manch anderem Bruder nicht sagen. Okay. Ich habe weitere Fragen. Erzähl mir von dir. Würdest du mir etwas von dir erzählen? Würde ich, wenn es etwas zu erzählen gäbe. Aber ich bin nur der Sohn eines Gutsbesitzers, der Mönch wurde. Nichts in meiner Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft könnte interessant sein. Warum bist du ins Kloster eingetreten? Weil es besser war, als in Armut zu leben. Als jüngster Sohn konnte ich meines Vaters Ländereien nicht erben. Aber er war gütig und verkaufte ein paar Kühe, um mich herschicken zu können. Und weißt du was? Mir gefällt es hier. Ist doch allemal besser, als im Mist zu stochern. Und das stimmt wahrscheinlich. Wen würdest du zum Abwählen? Wen würdest du zum Neuen abwählen, wenn du könntest? Warum fragst du? Uns ist es nicht erlaubt zu wählen und wir sollten uns da nicht einmischen. Ich frage bloß, mehr nicht. Ich bevorzuge Johann, aber wie gesagt, es ist nicht an uns, das zu entscheiden. Es reicht, dass Antonius sich einmischt. Fang du nicht auch noch an. Okay. Ich mag nicht danach fahren, aber mach es mal. Hör mal, ich muss dir etwas sagen. Im Kloster hält sich ein gefährlicher Verbrecher auf. Und ich bin auf der Suche nach ihm. Ha! Ich wusste, er ist ein Halunke. Aber wer bist du? Oh, ich sollte lieber nicht fragen, oder? Das ist sicherer. Genau. Wer ist ein Halunke? Dieser Konstantin. Ich fand ihn schon immer sonderbar, aber nun ergibt alles einen Sinn. Er ist gottlos und bestimmt ein Schurke. Was genau meinst du damit? Du weißt doch etwas über ihn. Ich sage dir, behalte ihn im Auge. Er ist kein Mönch, ich hab's im Gefühl. Und mein Gefühl trügt mich nie. Was tust du mit dem Kerl, wenn du ihn gefunden hast? Das geht dich nichts an. Du solltest mit den Zirkatoren oder dem Prior sprechen und nicht allein handeln. So, legen wir uns mal schlafen. Also er ist es auf jeden Fall wahrscheinlich, denke ich mal. Er weiß man nicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht sah es auch, ist er das auch. Man weiß es nicht. Hier können wir pennen. Alter, hier kann ich pennen? Oh, da ist noch ein Novize. Welcher ist das?
Ah, das ist Antonius. Den brauchen wir nicht. Konstantin, ist der hier irgendwo? Können wir auch ins Bett legen hier? Darf ich das? Das sind mehrere Betten, ne? Machen wir einfach mal links mal hier hin. So. Schlafen und speichern. Dann noch schlafen bis morgen früh um 7. Ach, darf ich gar nicht. Ich muss ja vor dem Sonnenaufgang aufstehen, oder? War das nicht so? Naja, mal gucken. Gut, wir schlafen ein bisschen länger, bis 7. Ich weiß es nicht. Kann auch sein, dass uns das egal sein kann, aber guck mal. Du missachtest deinen Tagesplan. Oh nein! Gut, aber ich glaube, wir machen ab hier eine Pause und gucken beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin. Tschüss.